die Hauptidee hinter diesem Ganzen, wie ihr in den Slides sehen werdet. Ich bin nicht wie die ganzen Entwickler hier drüben, die diesen ganzen coolen Code haben mit all den Sachen, die man braucht. Einfach zu lesen, einfach, meine Slides sind eigentlich total kaputt, weil meine Ankunft hier, also der letzte Slide wurde ungefähr 20 Minuten vorher editiert. Also entschuldigt bitte die Unordnung. Ich betrachte mich nicht als Hacker, wie zum Beispiel, also ich bin halt weder, also genau deswegen, weil ich bin weder ein Hardware- noch ein Software-Designer. Ich mache Sachen, die meine Verwandten als Programmieren oder Codieren. Was ich mache ist, was eben auch vom Herald angekündigt wurde, von dem netten, also als ich noch mit dem Notebook rumgespielt habe. Also mein Laptop hat irgendwie keinen vernünftigen Ausgang für den Bildschirm. Aber es gab noch einen zweiten Satz hinter der Beschrift. Also meine Tochter hat noch mehr über mich gesagt. Und zwar, ich baue Liegeräder, das ist so eines meiner Hobbys, aber Hardware, wie findet man interessante Projekte? Ich empfehle euch zu sagen, das könnte mich vielleicht interessieren. Wenn es euch nicht interessiert, dann funktioniert es einfach nicht, würde ich sagen. Natürlich ist das Einfachste. Der einfachste Weg, offene Hardware zu bauen, ist Crowdfunding. Ich weiß nicht, wer dieses Gerät hier kennt. Es ist ein Projekt von Hackaday. Es ist ein kleines Arduino-Gerät. Es hat einen OLED-Bildschirm, wenn ich mich richtig erinnere, und ein Touchfeld. Und es ist ein Passwortmanager, der offline funktioniert. Die meisten von euch sind relativ jung und können sich an ihre Passwörter erinnern, aber ich bin dafür zu alt. Und dieses Gerät ist toll, weil es sich verhält wie eine normale Tastatur. Es hat also ein Tastatur-Output. Es ist ein Arduino-basierter Smartcard-Leser. Und ich weiß noch nicht genau, ob es zwei oder drei Faktoren sind. Ich würde sagen, es ist Drei-Faktor-Authentifizierung. Du brauchst das Gerät. Alle deine Schlüssel sind verschlüsselt darauf gespeichert. Seht, ich muss immer erst nachlesen, was die Sachen eigentlich bedeuten. Ihr braucht eine Karte und die PIN für diese Karte. Deswegen würde ich sagen, es sind drei Faktoren wegen der Smartcard und der PIN. Manche sagen nur zwei, aber das ist letzten Endes auch egal. Also manchmal stolper ich über Sachen und denke, wäre ich hier eingeloggt, habe ich dafür eine Karte? Vielleicht wird das in der Zukunft helfen. Und für Leute, die sich dafür interessieren, welche Art der Smartkarte ist hier, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Es wurde auf Hackaday entwickelt und es wurde durch Indiegogo finanziert. Sie haben das so einigermaßen richtig gemacht, würde ich sagen, weil sie da angefangen haben, wo sich Hacker schon versammeln. Wer von euch kennt die Site Hackaday? Ja, das dachte ich mir. Ich kriege Entzugserscheinungen, wenn ich das ein paar Tage lang nicht lese. Es gab also schon diese Community, es gab viele Beiträge von der Community, die gesagt hat, oh, das wäre schön oder das hier, und wieder viele Features vorgeschlagen haben. Und sie hatten funktionierende Prototypen. Da solltet ihr drauf achten. Kickstarter hat das nämlich meistens nicht und deswegen schlagen Projekte häufig fehl. Und obwohl es fast nicht finanziert worden wäre, kam es zu einem Punkt, wenn ich eine Kampagne machen würde, dann würde ich mir schöne Sachen zu
schöne Sachen überlegen, um die Leute dazu zu bringen, das zu finanzieren. Zum Beispiel, ne, manche Leute denken sich, oh, das würde ich gerne finanzieren, aber ich will die zwei Geräte davon. Und manche davon haben das. Zum Beispiel hier konnte man seine eigene Karte designen. Ihr seht hier, was ein Kollege von mir gezeichnet hat und ein paar komische Schriftarten, die ich gefunden habe. Die obere ist irgendwas, was Bernard Shaw erfunden hat, und die untere ist Shadow von Babylon 5. Manche von euch kennen das vielleicht. Aber es wäre trotzdem fast fehlgeschlagen. Und man hat gesagt, oh, macht Sachen, die man selber sich einrichten kann. Aber sie haben klug gewählt, weil Indiegogo euch erlaubt, die Deadline zu verschieben. Also, wenn ihr was haben wollt, wo ihr die Deadline aus verschiedenen Gründen verschieben wollt oder was, wo ihr ein Ziel nicht zwangsläufig erreichen müsst, dann ist Indiegogo gar nicht schlecht. Und da ist sie, die kaputte Folie. Also das habe ich gemacht mit Multipass und mit Novena. Ich glaube, das muss ich nicht so stark erklären. Ich glaube, das kennen die genug Nerds. Ich bin aber ein bisschen anders drüber gestolpert. Also jemand hat mir gesagt, oh, Open Hardware ist da, und dann habe ich es relativ früh gefunden, so als Hobbyprojekt. Und ich glaube, ich bin drauf gestoßen, als ich einem Freund über ein anderes Projekt erzählt habe, das war auf dem 30C3, und der hat gesagt, oh, vielleicht solltest du dir mal Bunny's Project anschauen. Der hat ein kleines Treffen und der hatte hier diesen Prototypen, es waren nur zwei, und er hat es rumgezeigt und Leute dazu Fragen gestellt. Denn das ist wichtig, denn wenn ihr sowas macht, dann müsst ihr irgendwas machen, irgendwas bauen, was Leute auch wirklich haben wollen. Dafür müsst ihr Leuten Frage stellen. Ansonsten, ich meine, ihr seid ja keine Riesenfirma, die irgendwie eine große Marketingabteilung hat und Leute dazu bringen kann, was zu kaufen, was sie gar nicht haben wollen. Sondern ich finde es wichtig, dass man es andersrum macht. Das Crowdfunding hat also begonnen. Wir haben hier nur ein Motherboard, dann ein Desktop-Gerät, das man mit sich rumschleppt und einstecken muss. Dann gab es eine Laptop-Version mit einem kleinen Daughterboard für den ganzen Lade- und Stromkram von dem Akku. Und so eins hätte ich wirklich gerne, aber $5,000 war so ein bisschen jenseits meines Budgets. Und ich habe eines gesehen, das Bunny dabei hat. Es ist wirklich, wirklich schön. Aber seht ihr das fehlende Glied in der Kette? Jetzt überlegt mal, wenn ihr euer eigenes Notebook benutzen wollt. Ihr habt das Mainboard, aber ihr habt nicht das Akkuboard. Also kann es nicht funktionieren. Und das ist, ich war einer der Leute, die gesagt haben, ja, okay, ich komme später auf dieses Battery Board zurück. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann kaufe ich einfach nur das Motherboard, das ist bezahlbar und das offene Hardware. Mal schauen, wie das funktioniert. Das war also sehr einfach. Du trägst etwas zu dem Crowdfunding bei, das Crowdfunding hört auf, das Ding wird gebaut, verpackt, versandt, und das ist alles sehr einfach, bis du dann auf diese Leute stößt, den Zoll. Mein Multipass hat ungefähr 5 Wochen in Frankfurt verbracht, aus Gründen, die ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube also immer noch, ich könnte ich wollte immer noch mal rumfragen, wie finde ich raus, dass niemand komische Sachen damit angestellt hat, um mich auszuforschen. Und dachte mir, oh, das wird ja spannend, wenn mein Novena ankommt. Und dann irgendwann, ja, ich habe es vor einem halben Jahr gekauft und ich weiß aber nicht mehr genau, wie ich es bezahlt habe. Oh, Crowdfunding, Kickstarter. Schick uns diese grüne Karte und dann, ja, 5 Wochen später, ja, kein Problem, Crowdfunding.
diese Leute sind meistens ein bisschen hinten dran. Also ich war wirklich, wirklich überrascht und stellt sich heraus, sie sind einfach vollständig unvorhersehbar. Also meine Tochter hat eine Freundin, die einen netten Satz hat, die Leute nett beschreibt. Also sie töten halt mit Nettigkeit. Also sie haben echt die super Fähigkeit, die Leute richtig sauer zu machen mit wenigen Sätzen. Also man muss halt immer herausfinden, wie man die Sachen über die Grenze kriegt. Und noch eine kaputte Folie. Also die richtige Plattform verwenden, das ist wichtig. Also man muss halt schauen, welche für das eigene Projekt am besten funktioniert. Und man sollte so viel kommunizieren vorher wie möglich auf Konferenzen, in Foren, um zu wissen, was die Leute mögen, was sie haben wollen, überall. Das Novena-Projekt kam aus zwei Richtungen, von denen ich das überhaupt nicht erwartet hatte. Wenn die Gemeinschaft wirklich existiert, dann ist es wesentlich leichter und einfacher. Manchmal ist es essentiell, dass eine Community da ist. Und das war jetzt zu schnell. Naja, macht nichts. Das war jetzt das Crowdfunding-Konzept. Der nächste Teil ist, habe ich jetzt von anderen gelernt. Und einige Leute mögen das vielleicht halt auch schon bestellt haben oder das ist jetzt nichts, was ich selber gemacht habe, aber das ist ein nettes Projekt. Das ist aber ein nettes Projekt, woraus man Sachen lernen kann. Die Geschichte ist, sie haben halt mit Gaming Gameboys gestartet oder Gaming Handhelds gestartet, Nintendo Maschinen. Ich hatte damit bis jetzt noch nie zu tun. Und dann gab es Geräte wie auf der rechten Seite. Und das Hacking fing damit dann an. Das sind Smart Media Karten. Ich wusste darüber jetzt auch nichts, ohne vorher auf Wikipedia nachzuschauen. Und dann gab es eine Gaming-Konsole mit Linux. Es war eigentlich ein Unfall am Anfang. Es gab viel Hacking mit diesen Geräten und ich wusste vorher auch nichts darüber, bevor ich mich mit der Pandora auseinandergesetzt habe. Es gab verschiedene Derivate davon und eine große Community. Der nächste Ratschlag bezüglich Open Hardware ist, denkt einfach, wie können wir etwas wirklich Großes machen? Das ist das, was die Leute aus der Gemeinschaft sich gedacht haben. Ursprünglich war es ein April-Scherz. Und sie haben sich halt gefragt, okay, wie würde die perfekte Gaming-Konsole aussehen? Wie würde die aussehen? Ja, und dann haben sie sich halt gedacht, okay, ja, warum machen wir es eigentlich nicht so, nachdem sie ein Ergebnis hatten? Und dann haben sie sich auf die Sachen geeinigt, die tatsächlich realistisch machbar sind. Und dann haben 4.000 Leute gefunden, die tatsächlich bereit waren, 300 Euro vorzustrecken. Und zwar viele Monate oder Jahre sogar, das im Voraus das Geld zu bezahlen. Und es hat noch viel länger gedauert, dieses Projekt umzusetzen. Und das war die Idee, wie es aussehen sollte. Es ist eine Art von... also ich hatte leider kein besseres Bild gefunden. Die Idee war... ein ARM-basierter Computer mit Linux zu schaffen. Ich hatte jetzt vergessen, da noch ein paar Sachen nachzuschauen. Und das Projekt war dann veröffentlicht in 2015. Das Projekt wurde in 2008 begonnen. Also die Geräte wurden schon früher produziert als 2015, aber dann war die Hardware wirklich frei in 2015. Und es gibt viele wundervolle Sachen zu diesem Projekt. Also ein PDF, wo Informationen drin standen zum Hardware-Hacking. Und es hat zwei
volle, also zwei normalgröße SD-Ports, zwei USB-Ports und viel mehr andere Sachen, die normale Spielkonsolen halt nicht haben. Warum? Und das Gute ist halt, der Bildschirm bleibt halt sauber, wenn man halt kein Touchscreen hat. Und sie haben mit einer bestehenden Gemeinschaft angefangen und dadurch war es halt von Anfang an ein Gemeinschaftsprojekt. Und einige Sachen, wie jetzt eine Tastatur zum Beispiel, die fehlen halt bei anderen Konsolen. Man kann es deshalb auch als einfach als Arbeitsgerät verwenden. Das war der einfache Teil. Okay, das erinnert mich jetzt daran, dass dieser Slide eigentlich noch in Arbeit ist. Also, es gab mehrere Probleme. Das erste war, so seltsam es klingt, sie haben zuerst daran gedacht, wie teuer soll es denn sein? Und dann haben sie versucht, ein Ziel zu erreichen. Das ist keine gute Idee. Und dann hatten sie das halt auch immer noch nicht so wirklich ausgeklügelt. Und dann haben sie sich halt überlegt, okay, wie teilen sie die Aufgaben auf? Und dann hatten einige Leute halt die Aufgabe, sich um die Community zu kümmern. Andere Leute haben sich um die Hardware gekümmert. Und immer wenn etwas passierte, war es immer nur ein Typ, der halt mit der Gemeinschaft geredet hat, aber nicht der andere. Und eine schlechte Sache ist halt, wenn man eine Person hat, die die Hülle hat, die weitere Produktion ist halt auf einem anderen Kontinent. Also zum Beispiel jetzt in der USA das eine produziert und in China aus Kostengründen das andere. Das kann einfach nur schief gehen. Ja, und dann sagen natürlich jetzt die Designer-Guys, nein, die Produzenten machen schlecht, während falsch. Und die Produzenten sagen im Gegenzug, nee, die Designer haben den Fehler gemacht. Und man hat natürlich einen halben Tag Zeitverschiebung. Dann hat man natürlich noch einige Sprachen dazwischen. Also es ist alles schwierig. Und selbst wenn man jemanden hat, den man persönlich kennt, in China, in der Produzentenfabrik, dann kann es funktionieren, aber es lief nicht so gut. Und dann gab es natürlich noch die Leute, die gesagt haben, ja, das ist echt ein cooles Projekt, ich steige jetzt aus meinem aktuellen Job aus und ich mache jetzt nur noch das andere. Und das ist halt auch schwierig. Aber das Problem ist natürlich dann, das ganze Projekt darf natürlich nicht scheitern, wenn man sowas macht. Und deswegen hat er halt auch nicht mit der Community gesprochen, weil das Projekt muss funktionieren. Und wenn man nicht über Probleme läuft, dann wird es immer schlimmer. Und wenn das halt nicht genug, also das war noch nicht genug, das war noch nicht alles. Ja, und also so, das fing dann halt da an und dann ging es bergab und er versuchte sogar die Pleite von dem Produzenten nicht mit der Community zu teilen und hat dann halt weitere Versprechen gemacht, die er definitiv nicht einhalten konnte. Und dadurch kam das ganze Projekt zum Stopp und Evil Dragon, also der andere Projektleiter, hat sich dann um das komplette Projekt gekümmert. Jetzt kam eine Zwischenbemerkung aus dem Publikum. Die Gelder wurden eingefroren, haben wir gerade erfahren. Also alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. Und jetzt habe ich halt aufgezählt, alles, was jetzt schiefgegangen ist. Was er dann gemacht hat, war halt die Produktion nach Deutschland verlegt hat, was natürlich teurer ist, das Ganze zu produzieren, aber es ist halt, war halt in der Nähe da, wo er gewohnt hat, deswegen konnte er sich halt immer persönlich um alles kümmern. Und er hat über alles gesprochen, über alle Probleme. Und immer wenn es was gab,
also mein Eindruck war, er kann nie geschlafen haben. Immer wenn es zum Problem kam, 5 Minuten später gab es einen Eintrag im Forum. Und sowas erzeugt halt Vertrauen in das Projekt. Aber natürlich, es gibt immer Probleme, aber wenn man über Probleme Bescheid weiß, dann kann man diese Probleme auch angehen. Und es hätte mit der Tastatur nicht geklappt, wenn es sich einen Hinweis im Forum gegeben haben. Er hat auch Investoren mit ins Boot geholt, um halt den finanziellen Druck abzubauen. Und das hat ihm auch Zeit beschafft. Und die Leute, die dann halt das Geld, also mit der damaligen Situation war das, Anmerkung des Übersetzers, ich habe seinen Punkt gerade nicht verstanden, aber 2011 kamen dann die ersten Geräte raus. Und es gibt immer noch Leute, die so in der Schwebe halten, weil sie immer noch nicht ihre Geräte gekriegt haben, für die sie Geld gespendet haben, oder rausgegeben haben. Und es gibt halt einige Leute, die sagen, okay, ich vertraue auf dieses Projekt und ich bin bereit, noch länger zu warten. Und deswegen lernt man halt, die Gemeinschaft ist absolut essentiell. Es ist super wichtig. Und wenn diese Gemeinschaft bereits existiert, ist das noch vorteilhafter. Es gibt einen Open-Source-Treiber für die GLS-Chips, die ursprünglich für die Pandora entwickelt wurden, aber dann zu diesem AMHF-Projekt übertrieben worden, wenn ich mich richtig entsinne. Ich habe mich damit nicht so genau beschäftigt. Also sehr direktes Feedback von den Konsumenten ist wichtig, bevor das Ganze produziert wird. Und es wird halt auch teilweise von den zukünftigen Nutzern oder Besitzern entwickelt. Und sie haben es wirklich sehr einfach gemacht, bei dem Projekt mitzuhelfen. Sie haben ein Paketsystem erschaffen, um halt die ganzen Spiele zu entwickeln und beizusteuern. Und jeder konnte dann halt die Spiele auf die SD-Karte kopieren und dann direkt loslegen mit der Open Pandora. Und der letzte Schritt war dann halt, dass die ganzen Foren zusammengebracht worden, so dass alle an einem Ort waren, so dass man alle Informationen aus den verschiedenen Foren an einem Ort hatte. Die Entwicklung der Software und 90% der Software wurde von der Community gemacht. Es sind ein paar Screenshots von dem, was es gab. Das sind die am häufigsten heruntergeladenen Apps. Das ist einfach nur, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, was da passiert ist. Es gab fast 1000 entwickelte Spiele. Alles, was man sich nur vorstellen kann, was auf so einem offenen Hardware-Gerät laufen könnte. Und dann kommt man aber an einen Punkt, wo es schwieriger wird, Dinge herzustellen, weil manche Chipsets nicht mehr hergestellt werden. Und dann sagt der Hersteller, wir können die nicht mehr herstellen. Wir haben noch ungefähr 200 davon übrig, die wir euch geben können. Wie könnte ein Nachfolger aussehen? Und die Diskussion fing an und es ging so los, behalte die guten Sachen und löse die schlechten. Und du musst eine ganze Menge Community-Input verkraften. Also es gab zum Beispiel 30 Threads über die Tastatur-Layouts. Aber natürlich kannst du in so einem kleinen Gerät nur ein einziges Tastatur-Layout haben. Und dann hast du aber Leute aus Deutschland, aus englischsprachigen Ländern und aus Frankreich, die dazu beitragen. Und dann irgendwann verliert man aber die Geduld und sagt, ja gut, dann also kann man natürlich das Layout softwareseitig umstellen. Dann, das heißt aber wieder, dass man
dass es sich vor allem an Leute richtet, die blind tippen können. Das nächste Problem war das Design der Hülle. Und das wurde von einer Firma designt. Und das war dann ein bisschen schwierig. Aber es hat letzten Endes gut funktioniert. Und es wird jetzt viel benutzt. Denn wenn es ein Problem gibt, wenn ich irgendwo hin, irgendwo hin muss, dann kann ich da einfach nur mit dem... kann ich dann einfach in ein Flugzeug steigen. Von Deutschland nach Griechenland, das geht noch. Das ist nicht so weit wie nach China. Und sie sprechen Englisch in Griechenland. Das PCB-Design wurde von Nikolaus Schaller gebaut. Viele von euch werden ihn kennen. Er hat das letzte Upgrade des OpenMoco-Telefon gemacht. Und das ist die Firma, die eingebettete Geräte baut. Und deswegen haben sie ihn das PCB-Design machen lassen. Und Nikolaus lebt in der Nähe der Produktionsfirma des PCB-Boards. Also wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann geht er einfach rüber und dann werden diese Probleme gelöst. Und davor hat er gelernt von seinem anderen Job und von seinen Verkäufen von Spielgeräten, dachte er, er hätte wahrscheinlich genug Geld, um das Ganze bis zu den Prototypen zu finanzieren. Er hat also gesagt, ich werde Geld von euch nehmen, sobald ich funktionierende Prototypen habe. Sobald ich funktionierende Prototypen habe, dann kann ich abschätzen, was das Ganze am Ende kosten wird. Und an diesem Punkt kann es dann nicht mehr fehlschlagen. Im nächsten Schritt wurde die Hardware dann upgradebar. Also du hast ein Mainboard und ein Daughterboard, auf dem der SoC und der Speicher steckt. Das heißt, man kann es upgraden und man kann vielleicht sogar die Plattform ändern. Also du könntest vielleicht mit anderer Hardware einfach von ARM zu einem anderen Prozessor wechseln, aber das ist Zukunftsmusik. Und sie haben einen dritten PCB für das Display. Wenn das Display also ein Problem hat, dann muss man auf dem Mainboard nichts verändern, sondern du hast immer noch den gleichen Kommunikationskanal. Das Betriebssystem wird Debian-basiert sein und nicht Ångström-basiert sein, weil es nicht genug Platz gab. Und das hat jetzt einen eMMC-Chip. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Die Hauptpunkte, zumindest aus meiner Sicht, sind, dass es ein OMAP5432 hat. Der interessante Teil ist, dass es ein 3G, 4G UMTS-Chip geben wird. Aber jetzt haben wir offene Hardware und dieser Chip ist aber nicht offen. Auch das gab natürlich wieder jede Menge Diskussionen. Und die Lösung ist, dass dieser Chip ausgeschaltet wird, indem man also wirklich vollständig stromfrei geschaltet werden kann. Ich weiß nicht, ob irgendwelche andere Geräte das können. Und wenn du noch paranoider bist, dann kannst du das Gerät auch ohne diesen Chip bekommen. Wie schon erwähnt, 8 GB eMMC, wovon das Betriebssystem laufen wird. Sound ist auch schön. Das sagt mir hier nichts, euch vielleicht schon. Aber das Interessante ist, dass du einen Lautstärkeregler hast. Also einfach nur ein Drehregler und das liebe ich. Die Tastatur wird noch besser, also sie hat jetzt drei Reihen und Hintergrundbeleuchtung, vier seitliche Knöpfe, 6000 mAh Lithium-Polymer-Akku, das reicht für 6 Stunden Spielzeit. So sieht die Rückseite aus. Und so, da seht ihr die drei seitlichen Tasten. Also das bedeutet, wenn du während du auf der Tastatur tippst, hast du auch deine Umschalttasten auf leicht erreichbar. Es gibt einen eSATA-Port mit einem Adapter für einen dieser Ports, eine Betriebssystemkarte. Es wird wieder zwei Standardgrößen SD-Karten-Slots geben und du kannst das Ganze hinterher als
vollständige Desktop-Tastatur benutzen und als vollständigen Desktop-Rechner benutzen, weil es auch einen HDMI-Ausgang hat. Das ist der Schritt dazwischen. Rechts seht ihr die alte Pandora, links seht ihr den Pyra. Es hat jetzt einen größeren Bildschirm mit der Konfiguration, die ihr hier seht. Irgendwas mit diesen Bildschirmen. Na, diese Bildschirme werden für Smartphones produziert und sie müssen normalerweise im Hochformat sein und es ist wahnsinnig schwierig, irgendwie die im Querformat zu haben. Also wenn jemand Ahnung hat, wo man einen Bildschirm im Querformat herbekommen hat, zum Beispiel Bunny hier, nächstes Mal, wenn er in Shenzhen ist, das wäre toll. Und hier haben wir es. Das ist eine Live-Ansicht der Produktion, würde ich mal sagen. Das war vor ein paar Wochen. Die PCBs auf der linken Seite sind die ersten, die jemals gelötet wurden. Und das zweite Bild ist das Daughterboard mit der CPU. Und es kam da einfach raus und sie haben nicht funktioniert. Und hier seht ihr, wie sie korrigiert haben. Das zweite ist die hintergrundbeleuchtete Tastatur. Und das andere sind Millionen von verschiedenen Abgussformen für den Pyra. Oder er war da und hat es direkt aus der Fabrik geschickt. Großartig. Und dann gab es hier diese Geschichte. Also es gab ungefähr 3 Beiträge, so sollten wir einen Nachfolger bauen. Und dann kam der erste und hat gesagt, oh, halt die Fresse und nimm mein Geld. Und jedes Mal, als jemand gesagt hat, oh, das Problem haben wir gelöst, habe ich gesagt, ja, komm, nimm mein Geld. Aber nein, es gab keine Vorbestellung. Und ja, vor einer ganzen Weile hat er gesagt, okay, für die ganze Zeit hat er rumgejammert, ja, nimm mein Geld. Nein, das wollte er nicht haben. Und es wird Prototypen wird 1400 geben, die Vorbestellungen sind 290 und er dachte, er könnte vielleicht 40 oder 50 verkaufen und nach 3 Tagen war aber alles weg. Das ist das, was Vertrauen schaffen kann. Also das ist das, was passieren kann, wenn man Vertrauen hat. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das fehlende Glied in der Kette. Ja, hier ein bisschen Crowdfunding. Erstmal danke an Bunny für das Problem mit dem Akkuboard. Aber deswegen habe ich mir gedacht, oh, es ist offene Hardware. Also Plan A, ich muss einfach nur Informationen und Produzenten finden, auf die zugehen und sagen und fertig. Aber es wäre vielleicht nett zu fragen, ob du Pläne hast, selber einen herzustellen. Und sonst wäre vielleicht ein bisschen genervt und. Aber nee, er hat gesagt, ja, cool, mach das. Das ist ja der Sinn von offener Hardware. Also sammle ich Informationen. Und zuerst habe ich nach dem rohen PCB gefragt. Und er hat einfach gesagt, ich habe meine selber gebaut. Ich konnte ja eine sehr schöne Abkürzung nehmen. Meine Frau arbeitet bei einer Firma, die PCBs herstellt. Und so konnten wir da sehr leicht drankommen. Und jetzt ist sie bei dem Punkt, wo du Daten sammelst und überprüfst, ob sie herstellbar sind oder ob es irgendwelche Fehler gibt. Es gab aber keinen Fehler. Es gab eine Sache, die man noch verbessern konnte. Dann fragst du die Community. Und es gibt, stellt sich heraus, es gibt eine Standardgröße, die man durch die Maschine jagt. Und je nachdem, wie diese Größe ist, passt da eine bestimmte Anzahl Boards drauf. Und dann habe ich in der Community nachgefragt, ob es genug Interesse dafür gibt. Also einfach herstellen, verschicken, fertig. Ja, herstellen, das ist ein Foto dieses schönen Boards. Und dann hat die Community gesagt, es wäre vielleicht klug, diese Teile in größerer Stückzahl zu kaufen, weil es dann günstiger ist. Also, ja, du bestellst die ganzen Teile in großer Stückzahl, setzt sie zusammen und so weiter und fertig, ja? Aber ja, es gibt sehr viele kleine, teure Teile. Vielleicht sollten wir mal nachfragen, wie teuer es ist, es schon bestückt zu bekommen. Du sammelst Informationen, fragst nach dem Preis, stellst es zusammen, fertig.
Ja, nicht ganz. Es fehlt nämlich noch was. Denn wenn du sowas machst, wenn du das Board bestückst, dann machst du das so, wie es links ist. Das sind kleine Teile, das habe ich von dem Pandora geklaut. Und das sieht so aus wie irgendwas, was nach der Produktion abgebrochen wird. Und so richten sie die Boards ein. Es gibt also so Zeichen, die den Maschinen erlauben, rauszufinden, wo die Komponenten hingesetzt werden müssen. Aber das hat schon gefehlt. Okay. Einige Firmen haben gesagt, dass es nicht ganz so einfach ist mit den kleinen und teuren Teilen. Und deswegen war es halt nicht so einfach mit dem Einkauf. Und deswegen hat man den Firmen halt die Sachen gesendet oder also die Order hingesendet. Also das Ganze ist eigentlich beschreibbar durch zwei Wörter, empirisch und Messung. Metrisch, also imperial und metrisch. Also man geht halt durch und ja klar, also metrisch, also wenn ich das jetzt richtig übersetze, dann geht es halt darum, dass verschiedene Maßeinheiten in verschiedenen Ländern verwendet wird. Also wir haben jetzt hier Zollangaben und in Zentimeterangaben haben wir eher in Europa und das ist halt das Problem, dass die Angaben und die Bestellungen halt nicht in der gleichen Einheit waren, also oder zumindest in der falschen Einheit. Deswegen musste man halt alles nochmal machen. Und dann gab halt das Problem, okay, das ist halt die und die Maße und nein, das können wir nicht machen, weil es ist zu klein. Und ja, dann mussten sie halt zugeben, okay, wir haben es halt durcheinander gebracht. Wir müssen halt leider sagen, nein, das können wir nicht machen. Das Interessante ist halt, wenn man solche Sachen kommuniziert, dann heißt es einfach, dann sagt die Community halt, okay, ja, ist kein Problem, dann kümmern wir uns halt selber um die Bestückung der Boards, wenn das halt nicht anders geht. Und das ist einfach so schön und so erfrischend, wenn die Community so sich verhält. Für einen leicht höheren Preis sagen die meisten halt, okay, wir machen das halt selber. Und sie benutzen dann halt auch die Test-Spots auf den Boards. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wir sind jetzt fertig. Und ja, es ist endlich fertig geworden, das Projekt. Und und das Produkt kommt endlich fertig an. Ich habe das sehr früh vor dem letzten Kongress gemacht, also von dem 31C3. Es ist eines der interessanten Punkte. Ich möchte eigentlich ein Samsung-Telefon. Und ich habe die Baupläne gekriegt und eigentlich will ich es selber bauen. Und dann fragt man halt den Hauptentwickler hier am Kongress, kannst du mir bitte das Phone flashen, damit ich halt die Sachen halt nicht selber formatieren muss. Und dann ist das Ganze natürlich jetzt schon nicht so, also schon etwas aufwendig, das alles selber zusammenzumachen. Also ich hatte ja vorhin erwähnt, so mit Freundlichkeit töten, also dass man halt wenige Sachen, mit wenigen Worten sehr nette Sachen sagen, die aber die Leute sauer machen. Und dann habe ich mir halt doch mal den Code angeschaut und es ist halt Germanware. Also dann gab es irgendwelche Kontrolle zu irgendwelchen Regulatorien. Also irgendwas mit deutschen Regulatorien. Und ich fand es einfach total seltsam. Und es gibt sogar eine Bundeshotline 1234-111. Also ja, tatsächlich diese Nummer. Also mein Spam-Detektor hat ausgeschlagen. Und dann gehe ich halt zum Bankmenschen. Und ich habe hier etwas auf diesem Zettel. Könnt ihr mir das bitte erklären? Das ist halt der Typ, der das Geld hat. Der Typ, was mir... Ja, sorry.
der Typ, der mir das Geld gesendet hat. Aber das ist irgendwie alles seltsam. Also es geht halt um Überweisungsbelege und das Seltsame ist halt, der Typ, der das versendet hat, ist aus Belgien und jetzt erzählt der Referent halt, dass die Überweisung eigentlich, ja okay, also, sorry, ich komme jetzt gerade durcheinander. Also es geht um sowas wie Geldwäsche und Schutz gegen Drogen und deswegen ist diese Bemerkung halt auf den Überweisungsbelegen. Es gab einen Typ mit einem Blanko-PCB und das hatte schon die Komponenten gekauft. Es wäre sehr, sehr leicht gewesen, diese Information zu finden. Ich glaube, die Leute bei der Bank haben ungefähr 10 Minuten gebraucht, um sich zu ergoogeln. Also es ist einfach, du gehst zur Bundesbank, da gibt es einen Service-Schalter, da gibt es das Meldewesen, das ist sogar, das mögen auch Deutsche nicht, dieses Wort, dann gibt es die Außenwirtschaft, da gibt es Merkblätter und dann hat man grenzüberschreitende Zahlungsmeldungen und da findet man, wer unter der Pflicht steht, solche Sachen anzumelden. Und dann steht es da schon. Wenn du Beträge unter 12.500 Euro hast, dann musst du keine Berichte schreiben. Großartig, das sind also nur noch 1388 weitere Überweisungen in dieser Größenordnung und dann muss ich über dem Limit. Okay, es sind auch nur 80 Überweisungen für den Preis des Boards, aber gut. Cool, wir sind endlich fertig. Oh. Bis du auf diesen Typen im Forum stößt und er sagt, ich habe dein Akkuboard, aber das hat so ein merkwürdiges Problem. Okay. Dann habe ich mit ihm gesprochen. Jobs hat sich das angeschaut. Und die Logs gelesen. Aber niemand wusste, was das Problem war. Als nächstes habe ich mich also wieder mit Bunny getroffen und gesagt, wir haben hier dieses merkwürdige Problem. Wird es dich stören, wenn ich mal ein paar Werkzeuge hole und wir uns das mal anschauen? Und der Kerl im Hackerspace nebenan, der ist so ein bisschen ruhiger, aber wenn du ihn fragst, ich weiß, du hast ein bisschen ein bisschen Erfahrung mit dem Mikroskop und mit dem Lötkolben, da gesagt, ja, und dann kommt er an mit dieser Aluminiumkiste mit Werkzeugen. Und dann war ein anderer, der seinen Novena gebracht hat und seinen Akku mitgebracht hat. Und wir haben das gestern behoben. Es hat jede Menge Spaß gemacht und es war wichtig, dass wir alle da waren. Vielleicht war ich der Entbehrlichste. Bunny hat sich das angeschaut. Eddot hat gesagt, oh, wir können das mit einem seriellen Port überbrücken. Und wir haben den Fehler gefunden. Es war ein Widerstand, wenn ich mich richtig erinnere, der die Spannung misst und er war falsch beschriftet. War runtergefallen und war eine Größenordnung daneben. Wir haben das ein bisschen gelötet und dann war es richtig. Mach das mal mit einem Samsung-Telefon. Aber jetzt sind wir fertig. Hurra. Und dann fragte jemand, oh, gibt es noch welche von diesen Boards? Nein, aber wenn Interesse besteht, das war vor einer Woche, da gab es noch 15 Leute, die sich interessieren. Also ich mache vielleicht nochmal eine Ladung. Es bedeutet, dass es wahrscheinlich nie fertig wird. Aber es macht Spaß. So what you get back? Was bekommst du da? Was kriegst du dafür? Die Leute, selbst wenn du sagst, ja, es funktioniert nicht, ich kann es nicht bauen, dann sagen die, okay, du gibst ihnen das Geld zurück. Und interessantes Zahlungsverhalten. Du sagst 160 Euro für das Board und dann überweisen die Leute 20 und du fragst nach und das, ja, falls irgendwas schief geht, hier ist mehr Geld. Und sowas wie Bunny, oh, danke, dass du das hergestellt hast, was ich designt habe. Du hast jede Menge Spaß, du bekommst einzigartige Geräte.
ein paar Schlussfolgerungen meine kommunizieren. Du musst Geduld haben in den Diskussionen, du solltest darüber reden, du solltest als Hobby anfangen. Fang an, indem du jemanden kopierst. Aber berechne den Ersatz mit ein. Ich habe mit einem kaputten angefangen und jetzt habe ich eines zurückbekommen, das repariert ist. Verschick die Sachen, wenn sie fertig sind, und versteck nie deine Probleme. Ich musste ein bisschen philosophisch drüber nachdenken. War es das Ganze wert? Ja, ich finde schon, es hat Spaß gemacht. Was machen wir als Nächstes? Ich finde, diese ganzen Sachen zu bauen hat mich vielleicht sogar dazu gebracht, als jemand, der wenig Ahnung hat, ein kleines Projekt anzufangen. Einfach nur ein kleines Projekt, ein kleines Board, das die alten ThinkPad-Keyboards so konvertiert, dass man sie per USB einstecken kann und mit einem Arduino verwenden kann oder so. War das Hacking, was ich gemacht habe? Ich habe das Board nicht designt, ich habe nicht eine einzige Zeile Code geschrieben und es gibt Leute, die sagen würden, das war nicht Hacking. Ich finde manchmal, dass es wie ein Tischler ist, der sagt, ja, dass ein Klempner kein Handwerk ist, weil er andere Werkzeuge benutzt. Aber wenn ich jemandem ein Handwerk beibringe, zum Beispiel Goldschmied oder Schmied, dann fange ich eine abgeschottete Gemeinschaft an. Das sind diese Gemeinschaften, in denen du schwören musstest, dass du niemandem außerhalb dieser Gemeinschaft was beibringst, nachdem du dein Wissen erlangt hast. Für mich ist Hacking einfach ein Geisteszustand. Also mach irgendwas. Ich muss mich bei meinen Kindern bedanken. Sie haben mir ein paar Impress-Lektionen gegeben. Ich hätte nicht mehr in die Nähe von dem kommen können, was meine Tochter geschrieben hat. Die Multipass-Entwickler, die ganzen Leute von Pandora, ich habe ein paar aus dem Forum genannt. Lest es euch einfach selber durch, weil wir nicht so viel Zeit haben. Oh, das wollte ich nicht. Noch 10 Minuten. Ich will die Dankesfolie nochmal haben, damit sie im Hintergrund bleibt. Ja, vielen Dank für den Vortrag und danke, dass du deine ganze Erfahrung mit uns geteilt hast auf dem Weg zu diesen Geräten. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann geht bitte zu den Mikrofonen links und rechts im Gang. Gibt es Fragen aus dem Internet? Momentan gibt es keine Fragen aus dem Internet. Das war also entweder zu verwirrend oder zu gut. Du hast, das scheint ernsthaft keine Fragen. Warum habe ich mich denn dann so beeilt? Was kommt als Nächstes? Also ich werde als Nächstes angehen. Ich denke mal, die nächsten Leute werden sich finden für die nächsten Novena-Boards. Wenn es genügend Bedarf gibt, dann kann ich mich drum kümmern. Es wird ja relativ einfach sein. Und es wird wahrscheinlich keine so großen Probleme geben. Und ich mag auch die Idee, und mich um und die alten Palm-Tastaturen zu verwenden für faltbare Tastaturen. Und dann bei den ThinkPad-Tastaturen die ThinkPad-Tastaturen auch umzuwandeln. Am linken Mikrofon gibt es eine Frage. Hattest du irgendwelche Probleme mit der EU-Recycling-Richtlinie? Nein, nicht bis jetzt. Also bis jetzt noch nicht. Aber
Aber jetzt die Fragen aus dem Internet. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es gab einen Vortrag bei einer anderen Konferenz darüber, wenn du dir das mal anschauen willst. Es ist auf media.ccc.de. Okay, vielen Dank. Es gibt eine Frage. Kannst du mal sagen, wie man am besten einen Preis festlegt? Es ist vielleicht viel leichter, es in Deutschland herzustellen, aber dann wird es so teuer, dass es niemand kaufen will. Für das Pandora-Projekt ist das nicht wirklich wahr. Das Zielpreis war 600 Euro für den Pyra. Und die Leute haben halt das Projekt mit Geld beschert. Es ist halt wichtig, dass die Kommunikation ist wirklich wichtig vorher. Und man muss halt klar machen, das Projekt ist so cool und es ist das Geld auch wert. Und immer wenn man Geld sammelt, dann... Und Leute wie Evil Dragon und Bunny werden immer versuchen, die Probleme zu beheben, weil sie einfach nett sind und weil sie enthusiastisch sind. Und denkt einfach mal die Möglichkeiten. Also denkt... Und also sie haben wirklich sehr viel Energie reingesteckt. Sie haben halt das Beispiel, das ich auch vorhin gebracht habe, sie haben halt einen falschen Widerstand identifiziert auf dem Board und haben das halt mit viel Arbeit dann entfernt und identifiziert. Ja, vielen Dank. Nochmal einen großen Applaus.